habe mir gedacht, wir haben ja lange nichts mehr mit Haaren gemacht und ich habe im Moment eine Phase, wo ich nicht so genau weiß, ob ich meine Haare abschneiden will, ob ich sie lang lassen will, was ich damit machen will. Sie gehen mir irgendwie auf den Keks. Und da bin ich auf ein paar Frisuren gestoßen, die super, super einfach sind, sodass ich schon fast denke, ihr werdet mich schlagen dafür, dass sie so einfach sind. Aber es sind eben auch Frisuren, die man vielleicht doch mal macht. Oft ist es einfach so, dass ich Frisur-Tutorials gucke und denke, wow, ja, das ist wunderschön, das sollte ich mal ausprobieren. Und es dann irgendwie nie mache, weil ich nicht so viel Zeit habe oder nicht so viel Lust habe. Und diese drei Sachen, die ich euch heute zeige, sind nicht nur super einfach, sodass jeder sie machen kann, sondern sie sind auch tatsächlich sehr, sehr, sehr schön und in kurzer Zeit gemacht. Von daher dachte ich, zeige ich sie euch mal und ihr könnt mir dann ja mal schreiben, was ihr davon denkt. Darüber denkt. Ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, was habe ich studiert? Kennt ihr diese Tage, an denen man absolut nichts mit seinen Haaren anzufangen weiß? Ich vergesse regelmäßig, dass man mit seinen Haaren auch richtig Spaß haben kann und dass das auch mit ganz, ganz einfachen Frisuren geht, die jeder hinkriegt, und davon zeige ich euch heute drei Stück. Die erste ist ein voluminöser Halbzopf, den ich persönlich liebe. Dafür bitte ich meine beiden Daumen um Hilfe, um das Deckhaar abzuteilen. Für ein bisschen mehr Volumen am Ansatz topiere ich diese Partie ein wenig, das könnt ihr weglassen oder auch machen, und dann wird sie mit einem ganz, ganz einfachen Zopfgummi fixiert. Wem das noch ein bisschen zu wenig Volumen ist, der kann den Halbzopf einfach aus dem Weg nehmen und direkt darunter eine Strähne abteilen. Die wird dann ganz einfach eingedreht und als kleiner Donut am Kopf festgesteckt. Dadurch hat das Ganze ein tolles Volumen und fällt einfach, finde ich, wunderschön. Die zweite Frisur ist ein Pferdeschwanz mit Twist. Dafür nehme ich mir zwei Strähnen unten am Kopf weg und binde den Rest der Haare erstmal aus dem Weg. Diese Strähnen könnt ihr so dick oder dünn machen, wie ihr wollt, und dann fange ich an, beide zu flechten. An dieser Stelle könnt ihr natürlich auch zwei kleine Fischgrätenzöpfe machen oder zwei kleine Kordeln, je nachdem, worauf ihr Lust habt. Und wenn ich die Zöpfe fertig geflochten habe, zirbel ich sie für etwas mehr Volumen auch noch ein bisschen auseinander. Dann mache ich mit den restlichen Haaren einen Pferdeschwanz, wie ich ihn normalerweise auch trage, also etwas höher am Kopf. Und anschließend nehme ich mir die Zöpfe und lege sie mir über den Kopf und stecke sie fest. Dabei versuche ich, die Haarklammern so unauffällig wie möglich zu platzieren und mit den Zöpfen jeweils ein bisschen zu verstecken. Und ich muss sagen, mit etwas Übung geht das eigentlich ganz gut. Und am Ende hat man dann einen Pferdeschwanz mit selbstgeflochtenem Haarband, der vor allem auf den zweiten Blick, finde ich, sehr, sehr, sehr viel hermacht. Die dritte Frisur ist auch für kurze, feine Haare sehr, sehr schön. Dafür nehme ich mir wieder meine Daumen und teile die Deckhaarpartie ab und dann fixiere ich sie ganz einfach mit einem Haargummi. Achtet aber dabei darauf, dass das Haargummi relativ locker bleibt. Und dann mache ich zwischen meinem Kopf und dem Gummi ein Loch in die Haare und fädel dort den Zopf von oben nach unten durch. Das ergibt dann so einen eingedrehten Zopf, der aufwendiger aussieht, als er tatsächlich ist. Und genau das gleiche mache ich dann auch mit einer zweiten Partie. Dafür nehme ich mir die Haare zu dem schon bestehenden Zopf dazu und mache ein Gummi rein, mache ein Loch und drehe den Zopf dadurch. Und dann nochmal. Und am Ende habt ihr sowas. Von weitem sieht es manchmal aus wie ein französischer Zopf, ist elegant, haltbar und einfach wirklich super einfach zu machen.
Das sind also die drei Frisuren, die ich in letzter Zeit am häufigsten getragen habe und für die ich verdammt viele Komplimente bekommen habe, obwohl sie so einfach sind. Also probiert sie sehr gerne aus und schickt mir Bilder, es würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr Haartutorials mögt, gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr mehr Haartutorials wollt, könnt ihr hier oben klicken. Da findet ihr mein Dutt-Tutorial und hier unten findet ihr meine Hippie-Frisur. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, passt bitte gut auf euch auf und wir sehen uns übermorgen. Bis dann, tschüss!